Moin Dudes, willkommen zum neuen New Super Mario Bros. Restream. Guten Tag, willkommen hier. Wir sind heute hier in Welt 6 Castle. Es geht mal wieder auf, Trocken am Start, los und der Gamer Tod ist am Start. Yui ist am Start. Yui! Hi! Dark Moon, Onkel und Nintendo Fan. Moin, das Huhn auch am Start. Ja, Leute. Wir sind heute hier im Castle und lustigerweise, richtig lustig, Gamertoad, Galaxy 2.0, Mario Fan, Moin, Toda. Das Beste daran ist, ne, der Ibrahim, guten Tag, Angela, wuhu! Okay, das Beste, guckt euch das an, die Wii Family hat einfach immer noch Akku. Link Zelda, Moin, Linky Fan, guten Tag. Ja, die Wii Family hat einfach immer noch Akku. Das zum Thema, sie ist leer, Julian, Moin. Ja, ist optimal, oder Leute? Family hat immer noch Akku. Hauptsache im ersten Stream vor, keine Ahnung, wie lange haben wir schon das Spiel hier gespielt? Locker 5 Stunden. Der Akku hält immer noch. Ist das nicht schön? Nintendo Fan, moin! Ja, also optimal auf jeden Fall mit dem Akku hier bei der Wii Family. Hallo Sibi. Und ich würde sagen, wir fangen gleich auf Trocken am Start hier an im ersten Level. RIP Family. Nee, eben nicht. Sie hält einfach immer. Sie möchte nicht sterben, Leute. Das Huhn, moin. Sie möchte einfach nicht sterben, Leute. Ich kann das natürlich verstehen. Altoads, moin. So, Leute. Wir sind jetzt in den letzten zwei Welten, soweit ich weiß. Und das wird jetzt hier wahrscheinlich sehr failig, weil an die... Die habe ich noch nie gespielt, die letzten zwei Welten. Dementsprechend ist das für mich hier alles blind. Wirst du es heute schaffen? Ich hoffe es. Wir haben 4 Leben. Wenn wir Game Over gehen, gibt es eine Strafe. Ich hoffe, dazu kommt es nicht. Im letzten Part, in der letzten Stream, waren wir schon mal hier in diesem Castle. Und das war ziemlich belastend, habe ich dann aufgehört auch. Wii Family hat besseren Akku als Wii U Gamepad. Ja, ist echt so. Also das Gamepad von der Wii U, ne, das hält gefühlt 2 Minuten und dann ist der Akku wieder leer. Du hast es doch erfunden. Was habe ich erfunden? Team Toad, auf jeden Fall. Aber leider kann man in dem Spiel ja nicht Toadi spielen, zumindest nicht im Einzelspieler. Spielst du blind? Annes, moin erstmal. Ja, die Welten kenne ich so nicht. Also, wie gesagt, ich glaube, ab Welt 3 wusste ich wirklich gar nichts mehr. Dementsprechend habe ich jetzt keine Ahnung von dem Spiel. Ich war immer ein New Super Mario Bros. DS-Kiddy. Er spielt blind, bitte gerne. Augenbinde. Nein, blind ist damit gemeint, ich spiele es, ohne es zu kennen. Nicht, ich spiele jetzt blind. Das ist was anderes, Leute. Das ist was anderes. Ja, das in diesem Castle müssen wir 150 Stunden warten. Das ist ziemlich belastend. Aber ich als bester Mario Bros. Wii-Spieler... Easy. Kann man sich Mario Bros. Wii auch über Wii U eShop kaufen? Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall kriegst... Ey, was ist das? Was ist das für ein Dreck? Geh halt hoch! Oh, ich habe letztes Mal schon Probleme. Ja, famos. Gamer tot nicht immer sperren diese blöden Famos-Dinger. Er regt auch mal auf. Das regt hier noch mehr auf. Ja, mir egal. Hauptsache... Ich sehe nix! Das springt da nicht. Ja, genau. Nicht diesen Hashtag-Spam, Leute. Dreckkeck. Ja. Ich mache hier mit, nur mit Wirbeln. Wenn ich da nicht wirbel, dann komme ich da echt nicht hoch. Bester Mario Bros. Wii Spieler. Ja, spielen. Spieler meinst du wahrscheinlich. Tobi, moin. Warte mal. Gönnung wird hier groß geschrieben. Aber ohne Witz. Diese blöden grünen Sprungdinger, ne, die regen mich voll auf, ey. Richtig belastend. Bester Mario, du Palo, ich bin hier Skiller. So, Mama, hin hier. Das Level regt so auf, ne. Hilfe, ist das nervig. Brauchen wir eh nicht, obwohl, komm, wir gönnen uns mal. Wow. Okay, jedes One-Up ist wichtig, Leute. So. Ab nach oben. Das Level regt aber ziemlich stark auf. Ja, was das? Mario! Oh, was? Mario, jetzt da hoch, ne? Ohne Witz. Ich will hier raus. Ja, was soll ich da? Was da? Hä? Ui, neuer Stream, mehr Best-of-Material. Ja. Ich denke, das ist auch der letzte heute. Zumindest der letzte.
von diesem Spiel hier, ne? Skill mal wieder. Ja, immer, ne? Ich mach 100%, ich könnte heulen. Das ist echt belastend hier. Jetzt bin ich schon wieder hier. Dieses Level. Ja, Leute, ihr kommt alle langsam von der Schule. Wie war euer Schultag heute so? Hattet ihr sehr viel Spaß, wie ich hatte heute Matheunterricht. Und Mathe ist in ein sehr belastendes Fach. Und da ist man immer froh, wenn man da wieder raus ist und ihr kommt jetzt alle langsam von der Schule. Willkommen zu Hause! Ja, ich fühle mich gerade auch sehr schön hier. Hauptsache die Red Coin, das ist das Einzige, was hier zählt. Dein Lieblingslevel, oder? Das regt hier sowas von auf. Also, wenn ich das hier speedrun müsste dauernd, ne? Ohne Witz, ich würde aus dem Zimmer rausgehen und nicht mehr wiederkommen. Ich bin krank, hab Magen-Darm. Fragezeichen. Also, ich bin nicht dein Arzt, musst du besser wissen als du, ich. Heute war auf jeden Fall geil. Oh, okay, ich muss jetzt ein bisschen aufpassen hier. Auf jeden Fall war heute geil. Einer aus meiner Klasse, der hat nämlich eine Entschuldigung unserer Mathe-Lehrer angezeigt. Und die fragte dann irgendwie sowas wie, hattest du Magen-Darm oder Migräne? Oder, das ist hier die Frage, das kann sie sich in Zukunft selber aussuchen. Ehren, mit dem Tod-Profilbild. Moin! Ich hatte viel Spaß in der Schule, wenn du weißt, was ich meine. Ja, was war denn los bei dir? Hau mal raus. Hallo, Mr. Wood X2 oder what? Oder Wood? Auf jeden Fall moin. So, moin auch an dich hier, Loot. Ne, wie heißt du mal? Du bist der... Du bist ein Scheißhaufen, das bist du. Views, bist du mit Julia zusammen? Ja, das wüsste wohl gerne. Das wüsstest du ja, Morten, genau. Den habe ich damals immer in Mario Kart 8 für Wii U gespielt. Weil damals hieß es ja immer so, ja, Morten ist der beste Fahrer in dem Game. Und deswegen haben wir damals immer alle mit Morten online gespielt. Das wisst ihr ja bestimmt. Zumindest war das damals so üblich, online mit Morten zu spielen. Mit dem Rennbike, den Slickrädern und irgendeinem Gleiter, aber... Dann, wo ich meine Toad-Liebe so richtig erkannt habe, habe ich natürlich dann immer den guten Toadie genommen, ist ja ganz klar. So, egal. Okay, passt. Post! Ich habe Magen-Darm, das Fragezeichen war aus Versehen. Ich wollte schon sagen, ich bin hier nicht dein Arzt, das kann ich dir leider nicht sagen. So. Gut, jetzt muss ich wieder warten. Warten macht Spaß. Oh, dieses Level, das ist furchtbar. Furchtbar. Ja, was soll ich jetzt hier wieder machen? Gut. Also jetzt schaffen wir das, Leute. Jetzt schaffen wir das. Ich spüre es. Mit meiner Power schaffen wir jetzt dieses Level hier. Bin seit 5 Stunden zu Hause, Lul. Was? Warum so früh? Das ist ja seit 10 Uhr, Alter. Hast du 2 Stunden Schule heute gehabt, oder was? Hä, ich dachte, du wärst Dr. Toad. Betrug! Nee. Ich bin der beste Leaker Deutschlands, aber das sehen wir ja morgen, ob ich der beste Leaker Deutschlands bin! Aber jetzt bin ich erstmal der beste Mario Bros. Wii Spieler. Alter, der Typ, ne? Alter, der Typ! Du bist doch so... Ich geh nach Hause, Alter. Oh, nö! Guten Nachmittag, ihr lieben Toad. Sven, hallo, bitte erlöse mich. Ach du Scheiße. So, jetzt reicht mir das hier. Jetzt ist hier. Ich habe noch 2 Leben. Oh nö, will ich heute Game Over gehen, ne, Leute. Bleiben Sie dran und erfahren Sie, ob der PU's Game Over geht. Ich gehe gleich nach Hause, ey. Ja, wo bist du denn gerade? Ja, ich bin in der Hölle anscheinend, Alter. Du glaubst, du ahnst es gar nicht, wo ich hier gerade bin. Na, guck dir das mal an, den Saftladen hier, ey. Mann. So ein... Dreck. Famos, nix ist hier famos. Spike, moin. Bitte löse mich. Dankeschön. So, jetzt machen wir hier Speedrun-Mode, Alter. Jetzt brennt die Hütte. Oder auch nicht. Ey, dieses Ding, was von oben immer runterkommt, ne? Regt mich voll auf, das Ding. Mike, moin. Ich drehe noch am Rot. Reg nicht so auf.
Also da verliere ich lieber gegen Louis in Super Smash Bros. Ultimate. Das macht mehr Spaß als dieses Level. Das gute alte Ding, was von oben kommt. Ja, also ich hab's lieber, wenn es von unten kommt, als von oben. So, jetzt aber. Zeig uns, wie viel Skill du hast, Pius. Ja, Sven, das werde ich euch jetzt zeigen. Nein, Louis streamt. Nein, Louis streamt nicht. Habe ich nur so gesagt. Ich würde niemals Werbung für Louis machen, Leute. Louis ist unterschwellig. Der kommt da wenigstens nicht hoch. Wir müssen jetzt nur aufpassen, dass das Ding nicht von oben gleich kommt. So's. Okay. So, ne Janas. Das kann so leicht sein. Es kann so leicht sein. Haha, du Noob. Johnny AP22 macht das erstmal nach. Ich bin halt so erstmal einen Schluck aus meinem Apfelsaft hier ganz dringend. So, Dennis62, moin. Hallo Pius. Bin gerade von der Schule gekommen. Ja, optimal, wie die meisten von euch. Viele haben wahrscheinlich auch erst um 16 Uhr Schluss, kann ich mir vorstellen. Dass es Opfer unter euch gibt, die erst um 16 Uhr Schulschluss haben. So, welche Menschen gibt es? So, welcher Mensch bin ich morgen selber? Ich habe morgen selber bis 16 Uhr. Ja. Heute aber nicht. Und deswegen sind wir auf trocken am Start jetzt hier in einem Wasserlevel. Ich kann zum Fight chatten, ja. Deswegen hat er ja verloren, ne? Deswegen hat er ja verloren. So, was kommt denn da für ein Fisch, Alter? Fisch, hast du ein Problem? Viele hatten viel Spaß in der Schule, ja. Jetzt gucke ich einmal im Chat, ne? Das ist echt zum Heulen. Da gucke ich nie wieder rein. Mario muss los mit seinen drei Leben. Was ist denn das hier, ey? Ja, das wollte ich ganz bestimmt. So nicht. So nicht anders. Alter, kannst du jetzt bitte über die Blöcke gehen? Ja, die zu End. Heute geht's mir gut. Ich hatte Matheunterricht. Jetzt geht's mir gut. Heute ist hier alles optimal. Gib mir das One-Up. Dann halt nicht, ey. Sui! Alter, was ist das hier heute? Uiuiuiuiui. Knapper geht's heute gar nicht. Nein, stopp. Also, ich hab. Ich wollte gerade sagen, ich hab Spaß. Hast du mal du Tolles gelernt? Nix. Der Fisch hat dich zum Fressen gern. Ich hab's gemerkt. Moin, Bios. Yasin, moin. So, Slow. Dieser Fisch, ne? Dieser Fisch, der regt mich sowas von auf heute wieder hier, ey. Fischi, ich mach dich zu Iglo, aber mehr auch nicht. Mann. So, jetzt mal im Galopp hier, Mario. Nicht über die Blöcke. Ja, optimal. Komm, wir gönnen mal uns die Starcoin, weil wir ja so gut sind. Wir sind der gute Mario Bros. Wii-Spieler. Oh, siehste. Instant was gefunden. Und jetzt fahren wir. Oh, bitte nicht. Pass auf die Leben, Bruder. Zwei Leben. Tobi am Ansagen. Alter, lern mal Deutsch. Dieser Fisch ist halt eine fette Sau. Das sehe ich auch so. Der ist sowas von fett, aber da kann man wenigstens gut den verkaufen. Weil da hast du richtig was zu futtern dran. Also, ich würde dich gerne mal eine Runde grillen oder so. Ich weiß nicht. Habe ich mal. Obwohl du hast Stacheln, ne? Obwohl die Stacheln kann man auch wegmachen. Stacheln! Alter, bist du kernbehindert, Alter. Also, heute ist wirklich so ein Tag wieder. Mach Sushi aus dem. So, erstmal. So, zur Beruhigung. Trinken wir erstmal ein bisschen Apfelschorle. So, die Wii Family ist auch seit 5 Stunden leer, ist mir egal. So, jetzt müssen wir mal ein bisschen aufpassen. Jetzt wird es hier leider so ein bisschen belastend. Langsam kommt hier so eine brenzliche Zone. Langsam fängt die Hütte an zu brennen und das wollen wir ja nicht. Ich bin heute ein bisschen motiviert. Ich hatte Matheunterricht, Leute. Ich hatte Mathe! Ho. So, jetzt habe ich gleich gar keine Mathe mehr. Gleich ist hier die Beerdigung. Oh nee, so, jetzt haben wir endlich mal eine Feuerblume. Super geil. Jetzt kannst du ja endlich mal ein bisschen in die Gänge kommen.
Oh, du bist doch so ein blöde Sau, Alter. Nein! Checkpoint gut. Heute geht's mir gut. Heute ist alles so wunderschön. Ja, der Tag heute so, Leute. Wenn Nico kommt, ist dann der Stream scheiße. Nee. Weil ich kann ja immer noch streamen. Bin da nicht Nico. Bei mir läuft ja hier, ne? Ganz klar. Spendet mir eure 10 Euro Millionen. Dankeschön. Oder ich kaufe mir einfach Schwarzgeld wie Simon Desu. Komm, Gönnung. Komm her, du Fisch. Ich mach dich alle. Endlich. Jetzt geht's mir gut. Jetzt geht er hoch, Alter. Oh, was ist los bei dir? So, Leute. Jetzt klappt's ja. Das war jetzt eine Ansage. Loja. Celtics ist besser als du. Das halte ich für ein Gerücht. Das kann ich so nicht akzeptieren. Ich bin der beste Mario Bros. Spieler und da kann auch keiner was gegen sagen. Wer was dagegen sagt, der kriegt was von mir zu hören. Oh, bitte. Nein. Dieser Fisch. Komm her, du. Ich mach die alle. Komm. Nicht mehr Sushi hier. Jetzt machen wir Bratfisch. Komm. Endlich. Dieses Level, das ist ein einziges Best of dieses Level hier. Ohne Witz. Heute bin ich hier auf Trocken am Start. Oh, gut. Raus aus dem Irrenanstalt hier, ey. Ich glaube, ich kann das Spiel besser als du, Sven. Das will ich sehen. Mach ein Beweisvideo. Paul, moin. Komme gleich wieder, alles klar. Und der Pius und der Fisch, der Film. Ja, das ist eine, Sven, eine gute Liebes-Love-Story auf jeden Fall. Muss später noch Bio lernen, Thema DNS. Und dann habe ich noch nächsten Montag 3 Stunden Aufsatz, nächsten Mittwoch Geschichte und nächsten Freitag Mathe. Ja, Mathe kannst du doch nicht ganz schreiben, da musst du noch ein bisschen Deutsch üben. Okay. Wo müssen wir jetzt hin? Nach links. Okay. Ja, ich schreibe morgen eine Englischarbeit. Muss ja auch noch ein bisschen üben dafür und deswegen habe ich mir heute hier Mario Bros. Wii rausgesucht, weil ich denke, das schaffen wir heute in der Zeit. Ich wollte eigentlich erst einen 3D World Speedrun machen, aber das ist ein bisschen zeitintensiver, deswegen habe ich mich heute für das Spiel hier entschieden. Vor allem war ja nächste Woche, diesen Freitag kommt ja schon New Super Mario Bros. U Deluxe, deswegen bietet sich natürlich an, den ersten Teil, ja, den Wii-Teil vor durchgespielt zu haben, bevor wir dann mit den Mario Bros. U Speedruns weitermachen. Wohl oder übel. Damit geht's dann demnächst weiter auf jeden Fall. Pius ist nass am Start, ja. Das war's mit auf Trocken auf jeden Fall. Mathe ist doch easy. Nein. Hab heute Physik geschrieben und lief es optimal. Ich hoffe es für dich. Ja, ich habe auf jeden Fall sehr viel Spaß hier beim Schütteln. Marco C. Punkt. Moin. Und Nintendo Let's Play NLP. Auch moin an dich. Guten Nachmittag. Ja. Als ob der hier die Piranha-Pflanze nicht killt, ne? Was ist los bei dem? Oh. Ja, geiler Scheiß. Ich muss weg. Okay, passt. So, mal alle Iglo hier. Als ob ich da nicht hochkomme. Den hat nicht. Dann halt nicht. Logo like. Moin. Meine Stunden waren Deutsch und Bio. Ja, läuft bei dir. Nur Deutsch und Bio. Das ist ja wenig. Pio schüttet gerne. Ja, klar. Nichts anderes mache ich am Tag. Immer sehr, sehr schön, Leute. Müsst ihr doch wissen, ist ein sehr schönes Hobby von mir. Was haben wir da Schönes? Ein Trampolin. Oh, hör mal auf jetzt. Heute kann ich aber eigentlich alles triggern, ey. Alles wird gut. Heute triggert mich auch echt alles. Aber die Lage ist in Ordnung. Oh, dieses Level, ne? Heute nur Mathe, mein Beileid. Ja, aber okay, musste auch die Mappen ohne Ankündigung dann abgeben. Ich bin so am Arsch. Ha, sowas kenne ich. Obwohl, eigentlich nicht.
Mappen abgeben habe ich schon 100 Jahre nicht mehr gemacht. Also mussten wir damals so 5., 6., 7., das war's dann auch wieder. Oh, da oben ist... Na, egal. Hey, Bius, Double 04. Moin. So, läuft optimal hier. Ich will einfach nur raus hier. Das war mein einziges Ziel. Wow, 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 wow. Fire Bro macht Ansagen von... Oh! Ein Schieb-Schieb, den ich nicht sehen konnte, im Wasser, in der Dunkelheit, hat mir meinen Game Over reingebracht. Da möchte ich jetzt meinen Applaus hören. Schön Basti, da brutzelt das, Piu. Ja, finde ich auch. Piu ist mit Schlagzeug wieder. Ach du Scheiße, Alter. Ja! Ich hab jetzt also eine Bestrafung. Ach du Scheiße. Ich hab damit echt nicht gerechnet, ne? Oh ja. Oh! Oh. Hä? Oh, hä? Wenn man Game Over geht, dann muss man das vorherige Level wieder spielen. Chiara Pollmann, hallo, oder, ne, Pollmann, nicht Pollhammer. Oh, nee. Junge, beruhig dich, nee. Ende hier, Alter. Jetzt, ja, oh, ihr habt das alle richtig abgefeiert hier, ja, ich sehe ja schon. Ui, 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 ui. Nach 20 Minuten Tode 7, Game Over 1. Skill nicht vorhanden. Uiuiuiui, Whip-Tisch, dem geht es immer noch gut. Spendet beim armen Tischi Geld, damit er weiter leben kann. Dann wird meine Bildschirme weiterhin einen Tisch haben. Hallo, Paulovs. Pius ist ein Noob, das sehe ich nicht so. Bowser Ops muss best oft mal einen Schreibinan. Ich muss jetzt einfach gerade das vorherige Level nochmal spielen. Also langsam platzt mir eine Schlagader. Langsam ist welcher Punkt gekommen. Langsam ist der Punkt gekommen, Junge. Ja, hi erstmal, Alter. Wer hat mich da jetzt abonniert, Alter? Das sehe ich mal gar nicht mehr ein hier. Toad Offs. Der hat mir heute noch gefehlt, Alter. Der ist jetzt wirklich noch. Der hat mir noch gefehlt jetzt. Jetzt ist hier wirklich Ende. Jetzt ist hier wirklich Ende. Ich hätte heute nicht streamen sollen, das ist nicht gut heute hier. Ist alles ziemlich belastend heute hier. Alter. Warum rufst du meinen Namen? Ja, das frage ich mich manchmal auch. Armer Tisch, neuer Name übrigens. Armer Tisch 10, neuer Name übrigens. Die Raute Tod erklärt sich Tobi. Gamer Tod? Natürlich haust du wieder dein Geld raus. Dankeschön. Ja, ich habe das auch schon gesehen. Du hast TT entfernt, Bruder. Das merke ich mir. Das gibt eine Anzeige. Auf jeden Fall, danke, nu. Jetzt kann ich mir wenigstens wieder meinen Tisch reparieren lassen. Der kostet nämlich auch mal was. Da muss jemand zur Schreinerei in der Nähe von mir und dann der Tisch wieder heil gemacht. Öking, moin, danke Gamer Toad, gib dir ein paar Herzen, Leute.
gibt mir auch ein paar Herzen. Und zwar ganz gute. Ich brauche nämlich hier Seele für Hilfe. Weil langsam reicht es mir hier. Langsam hat wirklich der Punkt angekommen, wo ich mir denke, nee Mann, halt, stopp. Na gut, an dem Punkt bin ich schon öfters in meinem Leben gewesen, aber gerade ist auch so ein Moment, wo ich mir denke, nee, ich mache hier gleich wieder aus. Und ich lösche diesen Stream und sage einfach, hier ist einfach nichts passiert. Und alle, die jetzt gerade hier im Stream sind, ne, ihr vergießt das denn auch wieder und dann bin ich nicht mehr im Over gegangen und ist alles schön und dann läuft das wieder alles hier. Aber dass ich das Level jetzt nochmal spielen muss, das triggert mich langsam schon ein bisschen. Das regt mich hier langsam ein bisschen uff. Und ich habe da langsam keine Worte mehr für. Fällt mir langsam nichts mehr zu ein. Das war gerade sehr skillisch von mir, da möchte ich auch mal Lob hören. Dankeschön. Schau mal in den Chat, Leute. Bin jetzt hier gerade höchst angespannt. Ja, eigentlich nicht. Eigentlich bin ich eher... ja, keine Ahnung, Alter. Endlich! Dino Crash. Moin, du Toad. Willkommen im Stream. So, wissen Sie, sind wir jetzt hier fertig? Ist doch schon mal was. Gott sei Dank machst du die 100%. Ja, auf jeden Fall. Wer ist Tobi? Tobi ist... ein netter Mensch. Pius ist cool. Huhu, ja moin. Ich empfehle dir eine Psychiatrie. Du meinst, war eher empfehlen, ne? Zitronensaft, auch eine gute Idee. Wir haben auf jeden Fall nochmal danke an deine 10 Euro, Alter. Damit kann ich meinen Tisch auf jeden Fall reparieren. Danke. Kam unerwartet, dass jetzt wieder Geld raus. Anscheinend hat er immer noch zu viel Geld, also. Ja, ist halt so. Pius, ich hab Hunger. Mach endlich Sushi aus dem Fisch. Ja, der ist jetzt hier wirklich. Den Fisch, der mich gerade zum Game Over gebracht hat, ne? Den werde ich jetzt sowas von zum Backfisch machen. Das ist schon mal safe. Weißt du, da weiche ich den scheiß Firebro aus und gehe ins Wasser. Und dann sind da Fische. Sind hier überall Fische? Nö, siehst du, hier sind keine Fische. Warum war da denn ein Fisch? Ich verstehe es nicht. Zocker Danny, moin. Warum war da ein Fisch? Das ist halt wirklich langsam. Langsam beantrage ich wirklich eine Anzeige wegen Betrug. Also, irgendwann ist auch mal gut. Und der Punkt ist längst erreicht. Also, langsam reicht es mir hier. Hallo, als ob du das Spiel blind spielst. JM Flash. Moin erstmal. Mit blind meine ich nicht, dass ich blind spiele, also ohne zu gucken, sondern dass mit blind ist der Begriff gemeint, dass ich zum ersten Mal durchspiele. Das ist damit gemeint, das ist in der Nintendo-Szene und allgemein, Alter, in der Let's Play-Szene üblich, dass man das denn so formuliert. Habe ich mir nicht ausgedacht. Der Salzberg wächst. Ja, der ist irgendwie heute ziemlich hoch eigentlich. Bleh. Also mal gucken, wie weit wir heute kommen, Leute. Ich habe inzwischen die Hoffnung verloren, dass wir es heute durchkriegen. Kerim, hi. Hi erstmal. Moin. So, wir waren, vor allem, wir waren hier so am Ende, ne? Wir waren hier so am Ende. Und dann sterben wir durch irgendwelche random Fische, die ich nicht mehr gesehen habe. Also, der Betrug ist heute ziemlich stark und das finde ich ziemlich belastend. Ah, hier ist jetzt ein Fischer, den sehe ich ja auch. Aber da war kein Fisch, das war Fischiss. Reiner Betrug. Mehr nicht. Duck Bius, was geht? Luigi Fire and Ice. Moin und Holos. Du bist ein Faker von mir. FIFA, hi. Immer diese Faker. Ich habe Patent. Auf den Namen. Pius minus 2 wohnt in Salzburg. Ja, das ist eine Stadt in der Schweiz. Nicht in der Schweiz, in Österreich. Da müsste ich eigentlich wohnen. Ja, da hast du schon recht, weil Salz ist auf jeden Fall vorhanden. Genau wie Obst im Haus. Aber Salz ist, glaube ich, mehr vorhanden. So, jetzt bitte schaffen das Level hier, ne? Ohne Witz. Das kann so nicht angehen hier. Oh, da will man da hoch, ne? Diese Trampoline, Alter! Regen die auf.
Mein Gott. Jetzt ist wieder aufpassen. Nein, 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 nein. Ich muss hoch. Da kommen gleich die Random-Fische. Jetzt gehe ich schnell durch. Heute ist es als. Ach du Scheiße. Abuse was dein Lieblingsspiel. Was habe ich verpasst? Du hast einen sehr geilen Game Over verpasst, der durch Betrug entstanden ist und somit habe ich verkackt. Ey, dieses Level, das regt mich so auf, ne? Was ist denn jetzt los? Wo ist mein Zug hin von der Deutschen Bahn? Ach, der steht hier. Der hat mal wieder ein bisschen Verspätung. Vieles wurde gegrillt. Ja, es ist heute so belastend hier, Leute. Habt ihr alle schon Like da gelassen für diesen Betrug Game Over? Wenn nicht, dann macht das mal. Und falls ihr neu seid, kommt auf meinen Discord-Server. Folgt mir auf Twitter und Instagram. Alle Links in der Beschreibung. So. Jetzt bin ich am Ende heute hier. So, heute ist halt wirklich schon Tag, ne? Kopfschuss. Also, dass ich nochmal Game Over gehe in diesem Projekt, habe ich nicht mit gerechnet, aber anscheinend ist es wirklich dazu gekommen und das. Alter, die. Weißt also, einer war über mir, einer war unter mir. Ich fühle mich gerade minimal belästigt und zwar sexuell und das fand ich nicht in Ordnung. Oh. Ich kann gar nicht in den Chat gucken hier, ne? Ohne Witz. Dauernd kommt nur eine Scheiße hier runter, ey. Hi, hab gerade für Chemie gelernt. Optimal, TauDP. Moin. Pius, du verwendest Betrug und Deutsche Bahnwitze. Bist du mit Domi verwandt? Nee. Aber ich schaue, Domi. Reicht der Daumen hoch, Pius? Ja. Und teils überall, teils mit deinen Freundinnen. Das ist sehr wichtig. Chris und Will Timex. Moin, ihr beiden Toads. Grüßt euch. Oh, muss los. Also, irgendwann reicht's mir. Also, irgendwann kriege ich noch einen Nervenzusammenbruch. Uiuiuiuiui. Es kommen ja wieder so viele Oberzicken. Ich brauche was zu trinken, Alter. Hab schon auf Twitter gedacht, das reicht. So, also jetzt möchte ich es schaffen, ne? Jetzt spüre ich es. Julia, moin. Ich brauche dich, komm mal bitte vorbei. Minus minus zwei Bezirkse von Fledermäusen belästigt. Ja, so weit ist es schon gekommen. Das ist schon ziemlich traurig inzwischen. So weit ist es schon gekommen. Ich hätte wahrscheinlich doch 3D-World spielen sollen. Das ist ein schönes Spiel. 3D-World, ich liebe dich. Leo, Leo. So, ich setze mich einfach mal in meinen Stuhl rein. Einfach reinlegen, vielleicht läuft es dann besser. Vielleicht wird es ein bisschen angenehmer. Und Julia, ich brauche dich. Komm mal bitte vorbei eben. Du musst für mich spielen. Gar nicht mehr! Wir haben in einer Stunde da, ja, komm mal ran hier, ey. Das ist schon so viel Belastung hier passiert heute, das glaubst du gar nicht. Das ist schon ziemlich traurig heute hier. Ist heute ist Real Tod. Ja, jetzt ist hier wirklich Ende heute. Das regt hier auf. Aber jetzt, Leute, jetzt brauchen wir einfach schnell ein Power-Up und dann läuft das auch. So, jetzt können wir uns wenigstens mal den Scheiß hier. Gut. Jetzt können wir wenigstens fliegen. Aber das ist ja auch eklig. Das ist eklig! Ich werde hier von allen Seiten angemacht. Ich weiß, warum finden die Fledermäuse mich so geil? Jetzt auch noch der Typ, ne? Jetzt auch noch der. Jetzt kommt auch noch der Affe hier. Der macht auch noch Stress. Der macht auch noch seine Ansagen. Heute knallt's richtig. Jetzt auch noch zwei. Jetzt auch noch zwei. Jetzt auch noch zwei. Jetzt auch noch zwei. Also heute schmeißt meine Familie aus dem Fenster. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Habe ich alles gesehen, Leute. Ja, Leute, bitte, bitte. Kauft mir irgendwas zur Beruhigung. Was ist das heute? Ey, ich gehe gleich nochmal Game Over, ne? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Oh. Oh. Holy shit. Ich habe auf jeden Fall Spaß. Und diese Musik dazu, ne? Vor allem dieser Scheiß bringt mir auch nix. Wofür gibt's die Lampe, ey? Ich wäre schon längst durch, ne? Wäre dieser Scheiß Schieb da nicht gewesen, ne? Ich wäre schon längst durch, ey. Ich wäre einfach schon längst durch. So, ganz dringend brauche ich jetzt diesen Pilz hier. Ansagen kommen von oben, ist mir egal. So, passt, optimal.
Oh, diese Fledermäuse, ne? Ohne Witz. Warum regen die so auf? Sebi ist auch am Start. Moin, Keks. Uffs. Du hast hier gerade legendäre Sachen verpasst. Ich wurde betrogen. Aber es passt, Leute. Das kriegen wir hin. Jetzt schaffen wir das. Ich spüre es. Wir müssen es jetzt auch schaffen. Sonst gehen wir gleich wieder Game Over. Und das wollen wir nicht. Na gut, ihr wollt es wahrscheinlich schon. Ich nicht. Mein Tisch auch nicht. Das könnt ihr euch, denke ich, auch denken. So, geh mal da hoch, ne? Geh mal da hoch. Hahaha. Bam! Jetzt komme ich hier und mache jetzt hier Ansagen. Ich glaub's so gar nicht. Als ob deine. Vor dem Pilz! Gut. Gott, heute ist aber hier was. Heute ist was los hier, ey. Heute spiel ich richtig. Okay, wir haben es jetzt, Leute. Wir haben es! Glaube ich. Okay, gut. Lichtblume. Moin! Ach, grüß dich auch wieder zu sehen. Du warst doch die einer der krassen im 6-Stunden-Stream, die da richtig ihr Geld rausgehauen hat. Grüß dich! Jetzt nochmal Game Over. Nee, Mann, nochmal nicht, ey. Apfelsaft, beste Leben. Los, Pius, geh Game Over. Nee, Mann. Ja, moin. Ja, grüß dich. So, wir sind jetzt endlich weitergekommen, Leute. Nach einem halben Nervenzusammenbruch, also mein Blutdruck ist halt gerade schon auf 300, aber wir machen weiter. Okay, aufpassen. Ah, natürlich. Eine Oberzicke sucht Stress. Pius, wenn du bei Welt 7, 8 nicht Game Over oder 10 mal stirbst, dann donate ich dir 10 Toteuren. Oha, das will ich dann auch sehen, ne? Also, die Wette gilt. Wie war Wetten das? Wette gilt! Ah, das ist, weißt du? Ich komme hier gerade vom Studium in die Grundschule. So sieht das Level für mich aus hier. Also wer hier verkackt, ne, der sollte sich mal einen Termin beim Arzt holen. Also, mal ehrlich. Das ist ja wirklich gar nichts. Heute keine 29 Euro, ja. Das ist ja nicht schlimm. Das ist ja nicht so schlimm. So. Jetzt müssen wir aufpassen. Okay. Leute, wir sind endlich am Castle von Welt 6 angekommen. Und das finde ich sehr beruhigend. Ja, Keksdorf hätte sie noch einfach ein 300 Timeout geben können. 6 zählt auch ab jetzt. Bitte nicht in Caps schreiben, also keine Emojis spammen, also nicht mehr als 4. Nicht alles groß schreiben und auch keine Eigenwerbung machen, denn läuft es hier. Und hoffe jetzt bei mir läuft es jetzt auch mal wieder ein bisschen besser. Dies war ja jetzt die letzten 2 Level. Ziemlich belastend. Nächstes Spiel wird geballert. Oh, da krieg ich Angst. Da krieg ich Angst. Gut. Jetzt baller ich hier aber. Und zwar, jetzt machen wir sehr skillig hier alles. Skill wird hier groß geschrieben. Wir gehen mal oben lang, Leute. Oben ist ein schöner Weg. Warte mal. Dann halt nicht. Ah! Jo, ich hab Spaß. Läuft optimal. Ich könnte es mir nicht besser vorstellen. Also heute ist irgendwie wirklich Abschuss.
Kennst du mich noch? Ja, wie du am Anfang schon gesagt, wo du reingekommen bist. Fuck, Pius kann Moderatoren timeouten. Ja, ich kann alles. It's mad. Hey, Pius. Moin. 1:1 ist Beste. Das sehe ich auch so. Willst du am Freitag Mario Bros. Deluxe zocken? Wollen wir mal gucken? Also auf jeden Fall ein Speedrun. Normal durchspielen habe ich jetzt. Ah, obwohl, mal gucken. Weiß noch nicht, wann, was wir genau machen werden. Ich mache Werbung für 1:1. Oha. Kennst du mich noch? Ja, habe ich schon gesagt. Tim, moin, willkommen im Stream. Grüß dich. Ja, heute ist auf jeden Fall alles super. Aber jetzt machen wir ein bisschen langsamer und dann läuft das auch. Ein bisschen langsamer, alles in Ruhe. Da gibt es irgendeinen Spruch, der meine, die meine, die meine, den meine Oma sagen würde. Ich kann nicht mehr reden, Hilfe. Hilfe. Also nach dem Stream gebe ich mir, glaube ich, Einweisen irgendwo. Ich weiß auch nicht ganz genau wo. Habt ihr welche Empfehlungen, wo ich einweisen könnte? Schreibt es in Chat. Auf jeden Fall ist das, denke ich mal, ein bisschen nötig. Sehe ich zumindest so. Das war irgendwie klar. Das war safe. Immerhin der Checkpoint, immerhin. Okay, muss los. PayPal aufladen für nächstes Mal. Okay, alles klar. Tschüss. NSMBU Deluxe für 60 Euro finde ich immer noch zu viel. It's not a new game. Ja, da hast du zwar recht. Aber man nimmt halt, was man kriegt, ne? Also. Komm Leute, spendet mir noch 50 Euro heute, dann kann ich mir Mario Bros. Deluxe kaufen. Dankeschön. Yeah! Fertig, yeah! Was ist das hier? Ich habe noch ein Leben, muss aufpassen. 40 bis 50 Euro wenigstens. Ja, 60 Euro ist natürlich wieder ein knackiger Preis. Am meisten frage ich mich jetzt aber gerade, was ist mit der Nintendo Direct, die ja eigentlich kommen sollte? Weil im Januar kommt so gut wie immer eine Direct und es gibt viel zu zeigen, zum Beispiel Animal Crossing, Yoshi und Luigi's Mansion 3 etc. Und ich frage mich, was ist damit? Wann kommt die Direct? Weil die letzte ist jetzt einfach schon wieder im September gewesen. Das ist einfach fast 10, 11, 12, 4 Monate her inzwischen fast. Und da könnte mal wieder was kommen. Sehe ich zumindest so. Und gerüchteweise ist es ja am 10. Januar 2018, obwohl es ja bisher keine Ankündigung gab. Vielleicht ist es ja wieder eine Nintendo Direct Mini, wie letztes Jahr auch. Die wurde auch nicht angekündigt, die ist einfach dann an dem Tag, wo es die Gerüchte gab, ist sie einfach erschienen um 15 Uhr. Deswegen, Leute. Oh, dein Ernst? Deswegen müssen wir einfach morgen mal gucken, ob da um 15 Uhr eine Mini Direct ist oder eben nicht. Oh, danke dafür. Ja, aber hä? Ach so, wollte schon sagen, wollte schon wieder Druck an Anzeige machen. Gut, wir haben jetzt einen Pilz, um den Boss zu besiegen. Ich hoffe, es kommt ein 3D World Port. Ja, den will ich auch haben. Ich hoffe, dass Toad ein eigenes Spiel bekommt, ohne Treasure Tracker. Ein eigenes Toad-Spiel ist eher weniger, glaube ich. Also vor allem nicht dieses Jahr. Was ich mir wünschen würde, bei Titeln, die noch nicht angekündigt wurden, ist natürlich der 3D World Port. Oder halt einfach mal ein neues Mario Smash Football mit Online-Modus. Moin Aaron, grüß dich. Also neues Mario Smash Football, ne? Fußball und so, ne? Mit knackigen Online-Modus, das hätte doch was. Ja, der mauert dich halt ein, wie Trump, ist okay. Gut. Oh. Können mich die Säulen eigentlich auch killen? Ja, ne? Ich glaube ja. Okay, bisher läuft es gegen. Wie ist der nochmal? Ich glaube, ich habe einfach meinen Mund. Ich glaube, ich gehe nach Hause.
Alter, der springt! Wer lebt in der Ananas ganz tief im Meer? SpongeBob, Schwammkopf. Morten, ich vergesse dauernd die Namen, es ist furchtbar. Morten, Schwammkopf, confirmed, ja, ist einfach so. Joa! Ein Leben läuft gut. Ich hab Spaß. Ey, ohne Witz. Der Stream ist belastend. Ich glaube, ich gehe mich gleich heulend ins Bett liegen. Liegen. Icing Wabab. Da, da, die, da. Gibst du irgendwo ein Item, bitte? Bitte! Nein! Nein! Muss ich die Level jetzt nochmal machen? Muss ich die Level jetzt nochmal machen? Uiuiuiui. Ich muss mal eben meine Kotze aufsaugen. Bitte löst mich, Todi. Muss mal eben aufsaugen gehen. Moin! Joa. Komm, gib mir Bowser. Komm, komm, komm. Immerhin, die brauche ich, ganz wichtig. Also, ich bin jetzt gerade wirklich am Ende. Also, jetzt ist halt wirklich gerade wirklich Ende hier. Ich bin am Boden zerstört, Leute. Jugnet. Gib mir bitte irgendwas Schönes. Immerhin ein paar Items. Uiuiuiui. Jetzt ist gerade hier wirklich alles am Ende. Ich bin gerade echt am Boden zerstört. Ich fange doch jetzt nicht an, das Level zum dritten Mal zu spielen. Oh, das Unterwasser-Level nochmal. Kauft mir bitte, könnt ihr mir bitte einen Schnaps oder irgendwas bringen? Keine 10 Euro für dich. Ja, das ist jetzt wirklich gerade ziemlich belastend. Julia, ohne Witz. Steig in deine S-Bahn und komm hierher. Also, langsam ist halt wirklich da. Ich bin jetzt. Leute, nur mal so zur Info, ne? Ich bin jetzt gerade an derselben Stelle wie. Ah, nee. Wir haben das Cast gemacht, okay. Ich bin also ungefähr an derselben Stelle wie vor 30 Minuten. In 6 Stunden bin ich bei dir. Nice. Bringt mich. Mit dem Mini-Pilz kannst du das Höhenlevel skippen. Mike, bitte sag mir wo und ich werde es machen. Du bist gerade hier mein Lebensretter.
Also wo genau im Höhenlevel, weißt du das noch? Am Anfang, am Ende, in der Mitte, in Afrika, in Malaysia, irgendwo. Aber ohne Witz. Das ist halt wirklich der Tiefpunkt bisher mein YouTube-Kanal. Also so ein Stream hatte ich bisher auch noch nie. Also diesen Stream, ne, ohne Witz. Der Salzgehalt war, glaube ich, noch nie so hoch wie diesmal. Und das meine ich ernst. Das war halt noch nie so salzig hier. Warum sammle ich eigentlich Star Coins? Ich brauche eh nicht. Warum? Du bist doch so ein Spaten. Ich kann dich nicht leiden, du blöder Fisch. Keine Zeit. Sorry, Julia. Das merke ich mir. Pius 2 will minderjährig Schnaps trinken. Ich habe immer was hier für dich, was du dir gönnen kannst. Oh, das klingt sehr verlockend, Chrissy. Das finde ich super. Alter, ohne Witz. BRW Lenden, Alter. Ich werde nicht mehr. Guten Tag erstmal. Lecker Salz mit Toad. Ja. Pius 3 ist dumm mit 1 M. So, Leute, jetzt schaffe ich das. Jetzt wär's was. Gleich hacke ich das Spiel und dann sind wir am Ende. So, scheiß auf die Starcoin, die brauche ich kein Mensch. Das Problem ist immer, ich will immer so schnell wie möglich durch die Level durch und meistens dauert es dann meistens sogar länger, als wenn ich es normal spielen würde, weil ich dann dumm mich anstelle. Also das ist alles ziemlich belastend. Oh. Da ist das Ende! Glaube ich. Ja, ist es. Rein da in die Röhre. Nee, habe ich nicht. Gehen wir tot. Als ob ich 150 Euro ausgebe. Hack dich lieber in was anderes. Aha. So. Hast du mir geschrieben, wo ich da rein muss? Okay, glaube ich, habe ich glaube ich noch nicht gesehen. Kann man zwischenspeichern? Das mache ich jetzt einfach mal hier. So. Leute, ich habe jetzt hier Business-Trick. Passt auf. Passt auf. Da will ich keinen Nervenzusammenbruch heute mehr bekommen, weil das halte ich leider nicht mehr aus hier. So. Bist du Direct Stream? Es gibt es Direct oder was? Wer mir neu? Warum habe ich hier nur drei Leben und hier vier? Naja, egal. Also, jetzt geht auch ein bisschen safe hier. Kevin D, moin. Ja, schön. Seit 5 Stunden, ist mir egal. Du könntest nach dem das Entspannung gebrauchen. Ja, ganz dringend. Nein, wenn es eine Direct gibt. Es gibt keine Direct. Ja, Leute, jetzt habt ihr mir schon Hoffnung gemacht hier, ne? Mano. Und ja, entweder Direct Stream oder ich mache hinterher so ein Best of draus. Wie geht's hier? Könnte besser laufen. Also durch das Spiel heute, durch die Belastung hier im Stream, läuft es nicht mehr so gut. So, ich wüsste jetzt gerne, wo ich das hier abskippen kann. Leute, wo ist das? Ich brauche dringend Hilfe. Wo kann ich es skippen? Jetzt habe ich schon einen Mini-Pilz hier am Start. Wo geht das? Wo? Ach, lol. LOL! Jetzt sind die Hack-Moduls am Start. Ich bin Jesus. Und selbst Jesus wird ermordet.
Icing Wabab. Jetzt halt, warum, Kickstarter, warum hast du die Nachricht gelöscht? Da sind doch nur vier Emojis, sind noch okay. Du Oberzicke. Mann, Mann, aber allgemein spammt nicht so viele Emojis hier, Leute, ey. Wie lohne doch den Spielstand? Nö. Bin ich Asi-TV? Was? Asi-TV RTL, oder was? Jesus wird ermordet, so steht es in der Bibel. Ja, das stimmt, aber nicht von Fledermäusen. Das wäre was ganz Neues. Jetzt muss ich diese belastende Passage doch noch machen. Ey, so ein Scheiß. Aber jetzt bin ich ausgerüstet mit einer Feuerblume. Jetzt kann mir keiner mehr was anhaben. Jetzt zerstöre ich jeden. Kommt nur her. Jetzt ist Schicht im Schacht. Aber ohne Witz, so fällig war es hier noch lange nicht. Also, neuer P Tiefpunkt heute auf jeden Fall hier. Nimm den Geheimausgang. Wo führt der hin? Wo führt der hin? Ja, ganz entspannt. Oh, du Oberzicke. Tschüss. Da gibt es ein Fass, egal. So, jetzt kommt gleich der Hammerbruder, Feuerbruder. Der macht auch Stress, aber ist mir egal. Bin besser. Zur letzten Welt. Ja, gut, ich will ja jede Welt mal machen. Jede Welt will ich schon erleben. Sonst würde ich das ja nicht spielen. Egal. Passt. Bin der beste Feuerausweicher Deutschlands, man sieht's. Oh Leute, ey. Heute platzt mir was. Gut. Wie du einfach fast keine Abos machst. Ja, ich verstehe es auch manchmal nicht, Huhn. Dann kommen neue Abonnenten dazu. Und nach dem Stream, so ein paar Stunden später, zieht YouTube auf einen Schlag minus 20. Auf einen Schlag in einer Sekunde. Denkt man sich manchmal auch so. Manchmal, okay. YouTube, wolltest du mich verarschen? Das ist bei Blue, das ist genau dasselbe. Der doch verarscht. Ich helfe dir, wenn du den Endboss besiegt hast, du das Spiel beendest. Ja, ganz wichtig. Uiuiuiui. Okay, Leute, wir schaffen das. Natürlich. Mann, die können eh nix. Das sind Lappen. Die können eh nix. Aber das schaffen wir, Leute. Das sind wir den Besten. Gar kein Stress für mich. Also, wenn ich hier verkacke, ne, dann mache ich aus. Dann mache ich wirklich aus. Dann lösche ich mich. Ist zum Glück nicht dazu gekommen. Du hättest mehr D-Abos verdient, Kaba. Dankeschön. Julian, Dankeschön, du bist so nett. Komm mal auf den Server, was hast du zu verlieren? Genau, Leute. Discord-Link, Twitter-Link, Instagram-Links, alle in der Beschreibung. Gönnt euch. Bin back. Was habe ich verpasst? Außer, dass du Game Over gegangen bist. Ja, war alles ziemlich belastend hier. Jetzt bin ich schon wieder hier, ey. Also, wenn ich heute noch Welt 7 sehe, dann wäre das schon ganz geil. Die Wolkenwelt. Dann wäre schon richtig Jackpot. Wenn ich heute noch Welt 7 sehe. Welt 7 ist eine sehr schöne Welt. Aber ohne Witz, es ist ziemlich traurig hier. Oben lang, Leute, ganz wichtig.
Uiuiuiui. Immerhin der Checkpoint, ganz wichtig. Ich bin ja sehr froh, wenn ich hier durch bin, ey. Hilfe. Ich habe meine Meinung geändert. Marbles Drew ist besser. Ich habe meine Meinung geändert. Mario Bros. Drew ist doch besser. Ist eine Tatsache. Das Spiel ist noch belastender hier. Mano. Wow. Danke für nix. Das war knapp. Gibt's hier irgendwo einen Pilz? Pilzi, Baby. Okay, Leute, jetzt schaffen wir das. Und du. Nein! Kann ich wieder ausmachen? Holy shit! Das ist besser. Wii oder Wii U, Wii U. Ich mag keine Fair. Ich mag nicht die Wii Fernbedienung. Also, Bewegungssteuerung ist Cancer. Deswegen mag ich die Wii U auf jeden Fall lieber. Aber langsam denke ich mir wirklich so. Was kannst du? Ich kann viel. Ich kann mehr als du, Sebel. Du kannst nämlich gar nichts. Anna, wenn man einmal mal schnell durch, ne, wirst du direkt. Ja, für nix. Wirst du direkt bestraft, wenn du einmal mal schnell durch willst. Mano. Seht, Leute, ich bin der. Oh, Sunny HD, moin. So, jetzt, ich warte mal. Halt, stopp. Jetzt gewinne ich. Also, wenn ich nochmal Game Over gehe, dann bin ich raus. Wird man Mord, indem man nicht danach fragt. Aaron, darf ich mich abonnieren? Wie war das mit mehr? Wie war das mit? Ich kann mehr als du. Ja, ich kann immer noch mehr. Ich bin immer noch der Beste. Und das werde ich euch jetzt beweisen, Leute. Aber die Level, die regen noch auf hier. Kann man nichts abstreiten. Die Level sind belastend. Mit den blöden Kugeln, die überall kommen und gehen. Wie sie Lust und Laune haben. Und diesen blöden Dingern! Was ist los? Warte mal. Immerhin der Bosskampf, der war easy. Welt 7 fand ich mega schwer. Viel Spaß. Nein, kein Emoji-Spam. Ein Emoji soll eine Nachricht unterstreichen. Oder ihr Emotionen vermitteln. Aber Emojis sollen nicht die ganze Nachricht sein. Sie sollen die Nachricht unterstreichen, verbessern. Moin, Chris. Dafür wurden die erfunden. Das haben einige noch nicht verstanden. Und ich habe nicht verstanden, wie ich. Oh, das war gut. Jetzt, Leute, jetzt geht's los. Oder auch nicht. Das war doch geil. Wie emotional, ja, eben. Das war doch optimal. Daumen hoch, Leute! Daumen hoch! Ich verstehe nicht, was It's Asi TV, nicht TV, nicht daran versteht, nicht 520 Emojis zu senden. Bruder, was los? Bruder, was los? Danke! Genau! Leute, klatscht mir in die Hände, Leute, ich hab's geschafft! Seid ihr stolz auf mich? Schick mir mal deine Adresse auf Geheimbasis, Spiele ist durch und du machst Commentary, ja? Du
Du musst mir dafür nicht deine Adresse schicken, du kannst auch einfach Gameplay aufnehmen und mir dann schicken. Und zwar per Internet. Wow. So, Leute, ganz wichtig. Nochmal halte ich es hier nicht aus, denn. Dann platzt mir noch was. Sonst platzt mir heute noch was hier. So, das ist auch der letzte Save, mehr mache ich nicht. Aber ich habe keinen Bock mehr, dieses Wasserlevel zu spielen, ne? Ohne Witz. Ach nee, muss ich ja gar nicht. Ich habe ja das Castle jetzt geschafft. Okay, das ist eh für die Katze. Okay, dann ist es eh unnötig. Gut. Wir sind jetzt im Luftschiff. Was platzt hier dann? Das willst du gar nicht wissen. Das willst du gar nicht wissen. So, zweites Luftschiff hier in NSMBW. Vielleicht ist das wieder ein schönes Level. Mal gucken. Wir werden es sehen. Bin sehr gespannt. Gut gemacht, Dankeschön. Dankeschön. Noch danke fürs Abo, obwohl du Emojis spamst, mein Lieber, und das solltest du unterlassen. Ja, das war jetzt fair, ne? Ja, auf jeden Fall. Fairness wird hier groß geschrieben. Du blöder Monty. Oh, bin ich froh, ne, wenn wir in Welt 7 sind. Ich hoffe, die Wolkenwelt wird ein bisschen schöner. Hoffe ich zumindest. Weil die Welt 6 war jetzt ziemlich belastend. Mit Unterwasserleveln und Höhlen und sonstigen Mist. Ich dachte gerade, da ist kein Boden, ey. Wollte schon weinen gehen. Wollte schon nach Hause gehen. Willst du es heute noch durchspielen? Wir gucken, wie weit wir kommen. Mal gucken. Eigentlich wollte ich bis ungefähr 17 Uhr streamen. Hatte ich eigentlich vor, weil ich habe noch was zu tun heute. Muss noch ein bisschen Schulsachen machen. Und deswegen hatte ich heute vor, so anderthalb Stunden mal wieder. Wie immer. Meistens mache ich anderthalb Stunden bis 2 Stunden. Also spätestens 17:30 Uhr machen wir Schicht im Schacht. Und deswegen mal gucken, wie weit wir kommen. Vielleicht ist doch noch nicht das Finale heute. Mal gucken. Ach, so schlimm sind Höhen nicht. Doch. Du hast übrigens Höllen geschrieben, mein Lieber. Nicht Höhlen. Ja. Das Level ist wieder richtig entspannt. Also, hier sehe ich gar keinen Stress. Alles wunderbar. Wird er es schaffen, erfahren Sie im nächsten Stream. Na, mal gucken, ne? Mal gucken. Gib mir Kum. Aber. Hey! Immerhin sind wir jetzt schon mal nicht mehr in den belastenden Leveln. Es kann nur besser werden von meinem Skill her. Hoffentlich. Piu wird Piu schaffen, erfahren wir nach der Werbung. Genau. Werbung Ende. Lol. Hab seit langem mal wieder ein Twix gegessen. War lecker. Ja, läuft bei dir. Erik. Oha. What? Wie kämpfe ich jetzt gegen ihn? Ach, ich muss ihn. Muss ich ihn da an die Wände schleudern? Aha. Verstehe. Komm her! Meine Smash Boss mit den Kutschen. Oh, er ist auf Stress. Hör auf! Und da ist er tot. Das wäre easy. Die Bosskämpfe werden gefühlt immer leichter. Gefühlt werden die immer leichter, aber das ist mir egal. Ich bin nicht dumm, ich beleidige Kekse aufs. Das beweist es. Aha.
Sie sind nicht. Oh, sie sind nicht du, wenn du hungrig bist. Ess ein Stickers. Snickers, nicht Stickers. Stickers, Junge. Ess Stickers und dann geht's dir gut. Muss da gehen, alles da, das Huhn. Tschüss. So. Ludwig, mein Lieber. Grüß dich. Ja, wird diese Welt mich jetzt schlussendlich komplett killen? Das sehen wir nach der Werbung. Welt 7-1 und die Fernbedienung ist immer noch leer. Man kennt's. Ich habe auf jeden Fall Spaß. Oh, ich dachte schon wieder, sehe ich hier Hilfe. Ey, aber immerhin keine Unterwasserlevel. Ich bin ja jetzt, Leute, in dieser Welt. Wenn ich jetzt in dieser Welt kein einziges Mal, also wenn ich in dieser Welt unter 3 Toten bin, bis zum Castle, dann spendet mir alle 10 Euro. Dankeschön. Dankeschön! Jetzt zeige ich euch einfach, dass ich der Beste bin. Und das eben alles nur geschauspielert war. Alles so verarscht, Leute. Jetzt bin ich der Beste. Das könnt ihr jetzt sehen. Ich zeige euch meinen Skill. Den sehr, sehr großen. Passt auf und schaut gespannt zu. Seht ihr das? Ja, das war jetzt ein bisschen Anfängerfehler. Kann einem passieren. Aber das hält uns nicht davon ab, hier der Beste zu sein. Alles geplant. Alles geplant, Leute. Wow. Kein Geld für dich, Julia. Du hast Weihnachtsgeld bekommen. Achso, da kann man auch unten durch. Ja, gut. Optimal. Sternchen. Moin, willkommen im Stream. So, Pearson an einem großen. Ja, klar. Ich sehe, dass du fällst. Nein, das war alles geplant. Das war alles geplant. So. 7-2 läuft schon weiter. Alles schon ausgegeben. Julia, was hast du dir gekauft? Was hast du dir gekauft? Kettenhund, moin. Grüß dich. Oh nö. Diese Wasserlevel, dieses. Oh, dieses Level kenne ich noch aus dem Trailer. Damals oder aus dem Vorspann hier beim Spiel. Das sagt mir hier was. Ach du Scheiße. Oder war das im Mario Bros. U auch diese Level? Also. Diese Idee kommt auf jeden Fall sehr bekannt. Spiele für die Switch, lol. Ja, das lief jetzt ein bisschen belastend. Mano. Noch nicht fertig. Ah, ich bin jetzt in Welt 7. Okay, lach mich nicht aus. Ha, das war's mit 10 Euro. Nein, 2 Tode darf ich noch, Leute. 2 Tode darf ich noch. Das war auch nur ein Anfängerfehler. Ich dachte halt echt, ich kann da stehen irgendwie. Keine Ahnung. Jetzt, Leute, jetzt zeige ich euch das. Ich bin der Beste. Diese Dinger sind aber auch nicht so leicht zu bedienen. Man fällt da schnell nach unten runter und das ist nicht schön. Das ist sehr belastend. Rest and Peace. Ich gehe weinen. Kannst du gut malen? Oh nö. Malen kann ich nicht gut. Was ich aber gut kann, ist dieses Spiel hier, wie man sieht. Aber es ist nicht so leicht, wie es sieht. Es ist schwer, als es aussieht.
Also man muss immer nach oben drücken, also immer schwimmen. Und dann fliegst du wieder runter und eben komme ich da gar nicht mehr hoch. Das war alles sehr belastend. Man muss immer genug. Das war ganz knapp gerade wieder. Das ist gar nicht so leicht. Und wenn er einmal runterfällt, dann ist wieder Ende. Also gleich in die obere rein und dann läuft das besser. Ja, danke dafür. Danke für nichts. Gib mir bitte einen Checkpoint. Bitte. Danke. Oh, du blöder Hund. Bist auch ein Hund, von daher passt das. Views kann ich zeichnen. Siehe Streams. Lol. Ja, mein Painstream, da war eh der Beste. Ein Tod noch. Nee. Ja, das war gerade der eine Tod. Okay, ja. Das war's mit meinen 10 Euro. Mano! Klappt auch echt gar nichts heute hier. Nein. Ich habe ein Leben. Ey, ohne Witz, können wir diesen Stream wieder löschen? Game Bros. Moin. Kein Geld mehr. Ja. Belastend. Was bist denn du für ein Noob? Alter, lahmend zu Hause hier. Diese Kettenrunde regen mich auf. Ja, was denn? Geh mal weg hier. Ah, da gibt es ein Item da unten. Ja, super. Na, super. Super geil. Immerhin. Leute, das schaffen wir jetzt. Jetzt bin ich einfach nur gut. Ist das schon das Ziel? Was ist das hier? Was ist das hier? Easy. Seht ihr, Leute? Easy. Trink erstmal was. Ja, mach ich jetzt auch. Ein Schluck Apfelsaft, Leute. Sehr, sehr schön. So. Pizza Level. Huiuiuiuiui. Hast du mal Bock auf Starlink? Ist das dieses Ubisoft Game, was vor kurzem im Oktober rauskam? Oder welches ist es? Es war mir viel zu teuer. Mit diesen blöden Add-ons, diese ganzen Flugzeuge, diese Airlinks, so wie immer die heißen, die man da kaufen kann und so. Das Gameplay selber hat mir jetzt auch nicht wirklich überzeugt, deswegen nö. Nie so. Was ist das? Ja, keine Ahnung, ich fand das Gameplay jetzt nicht so krass. Hast du das Spiel? Also wenn, dann würde ich die Switch-Version nehmen. Aber so wirklich überzeugend fand ich das jetzt nicht. Ui, was ui. Leute, ich habe eine Starcoin eingesammelt. Bin voll gut. Ich habe nicht gewirbelt, ne? Nur so zur Info. Danke für nichts. Das Level ist mir sympathisch. Der Pilz. Der Pilz ist mir erst recht sympathisch. Der läuft. Den finde ich super. Super geil. Natürlich kommt dann Oberzicken. Natürlich, ganz klar. Ist ja klar. Adihorn, moin, willkommen im Stream. Grüß dich. Ich hatte heute und was? Ich hatte heute und kriege morgen Schnee frei. Du Lackaffe. Wahrscheinlich wohnst du in Österreich oder irgendwo in Bayern. Da schneit es ja gerade ziemlich stark. Anscheinend ist der Gamertoad noch nicht eingeschneit genug. Dem geht anscheinend auch gut. In seinem Österreich. Immer diese Österreicher. Aaron!
nach langer Zeit wieder eine Donation. Aaron, mit deinen 850 Toaddebs. Aber das ist in Donations erlaubt. Dankeschön. Danke. Gebt ein paar Herzen, Leute, dem Aaron. Danke. Aaron, das kam überraschend. Jetzt ist hier Januar Money am Start. Das gibt mir jetzt die Motivation, dieses Level hier zu schaffen. Nach langer Zeit wieder eine Donation. Eine Donation. Wer kennt sie nicht, die Donationen? Daumen hoch an die Donationen. Donationen sind toll. I sing wapap, da da di da da. Gib mir eine Donation. So, jetzt gönne ich mir erstmal ein paar One-Ups. Ganz wichtig. Bevor wir hier irgendwas machen, gönne ich mir erstmal eine Donation. Ganz wichtig. So. Du bist mega geil. Dankeschön. Freut mich. Nochmal 2 Euro. Danke, Aaron. Schweizer Franken sind heute hier am Start. Was? Donation. Ja, Donation. Er will es auch mal hören. Die Donation. Oh, ich gönne mir 3 One-Ups heute. Donation. Gesicht mit Freudentränen. Donation. 6 One-Ups, Leute. Danke an Aaron. Oh, erstmal mein Kopfhörer kaputt hauen. Danke an Aaron und Aaron. Und danke auch an Toadie für neue One-Ups. 8 One-Ups, richtig geil. Ich würde sagen, wir gehen nochmal ins Pilzhaus hier. Moin erstmal an Pascal und Gamertoad auch nochmal ein bisschen raus hier. 2 Euro noch vom Gamertoad. Das lässt er sich nicht gefallen, dass der Aaron hier sein Geld raushaut. Da muss natürlich der Toad hier direkt Ansagen machen und kontern auch danke dafür. So viel Caps, ja, das gibt eine Anzeige. Jetzt bahne ich dich gleich in deine Schicht im Schacht. So, vielleicht haben wir jetzt ein bisschen mehr Glück. Wir gucken mal. UWU. 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 Was soll ich mit Mini-Pilzen? Gib mir was Geiles. Gib mir was Gutes. Ja, das nicht. Immerhin. Schon mal ganz geil. Auch gut. Optimal. Nicht so gut. Könnte besser laufen. Oh, oh. Aaron haut nochmal 2 Schweizer Franken hier raus. Junge. Hier ist der Fitendo Akayu. Ist back in the house. Ja, moin. Und danke an Aaron. Sag mal, habt ihr wieder zu viel Geld heute hier? Danke für nix, Bowser. Du bist auch geil. Ja, Leute, Ehre an Aaron und Gamertoad auf jeden Fall. Ehre geht raus. Und Ehre geht an mich auf jeden Fall nicht raus, weil ich bin heute nicht gut. Dann setzte ich auch was drauf. Nochmal, okay. Warte mal. Und Aaron nochmal 5 Schweizer Franken, Alter. Gibt's auch Money Spam? Ja, anscheinend schon. So. Das kommt immer so random. Money Dollar Banknote Spam. Dollar Money Banknote Spam. Sabrina, du sprichst immer die Donations so schön aus, ne? Das ist so schön. Das ist Musik in meinen Ohren. Sabrina kann so gut reden, das ist ja unfassbar. Oh nö. Oh, jetzt haben wir hier so ein Gedöns. Da krieg ich Altram aus meinem ersten Mario Bros. U Speed One. Oder ich glaube, mein letzter war das sogar. Mit so einem blöden Ding hier, mit so einer blöden Bahn. Ja, danke für nichts. Danke für nichts. Egal, passt schon. Ich würde sagen, das Level machen wir heute noch auf jeden Fall. Und ich denke, dann gehe ich mich einweisen. In die Klopsi. Oberzicke. Geh nach Hause. Okay, passt. Bin der Beste. Das schaffen wir, Leute. Das schaffen wir. Aber Money Spam immer gut. Money, Money, Money. Die Toads brauchen Geld.
Für Mario Bros. Juhu! LOL! Muss los! Oh nö! Ich wollte gucken, wie weit ich fallen kann, aber anscheinend ist das Spiel hier sozial und man kann wieder von vorne anfangen. Ist ja geil. Will nichts mehr spenden. Gamertaut. Tja. Wie weit sind wir schon gekommen, dass andere, dass Leute schreiben, sie wollen nichts mehr spenden, aber sie können nicht aufhören. Bändige deine Sucht, Junge. Gut. Jetzt, aber wer das was hier? Die blöden Kugelbabys alle, ey. Richtige Oberzicken hier. Ihr Oberzicken. Ja, entspanntes Level. Game Soccer 20. Moin, willkommen im Stream. Und Green Shadow. Hey Pius, hab dich durch dummer Boblin entdeckt. Durch das Mini Best of oder durch die Geburtstagsvideo. Auf jeden Fall willkommen hier bei mir. Guten Tag. Und nochmal von Aaron. Ich hab hier noch Geld aus meinem gefunden. Uiuiuiui. Geld aus meinem A-Sternchen, Sternchen, Sternchen. Sternchen, Sternchen, Sternchen. Gesicht mit herausgestreckter Zunge und zusammengekniffenen Augen nachdenkendes Gesicht Kothaufen. Kothaufen. Und warum sagst du nicht Toaddebs, Sabrina? Warum sagst du das nicht? Max, da bringen wir einfach keine Toads, aber Aaron mag Toad und danke dafür! Mein Gott, ist das hier eine Kacke. Leute, Aaron hat wieder genug gesperrt heute. Das ist hier Schicht im Schacht langsam. Werden Sie nicht bankrott durch mich? Bist mein Lieblings-YouTuber. Dankeschön. Oh, endlich mal hier ein Checkpoint. Endlich. Ganz wichtig. Oh, Bombe. Tschüss. Ihr Oberzicken. Geh weg. Super. 1,5 Stunden wegen Best-of-Schneiden verpennt. Ja, moin erstmal. Was hast denn du für ein Best-of geschnitten, mal lieber? Grüß dich auf jeden Fall erstmal. Willkommen. Durch Mario Maker ist schon etwas älter, als du sein Kaizo Level gezockt hast. Achso, da, ja, das Video meine ich ja. Genau das meine ich ja. Ist schon ein bisschen älter, ja. War sogar, ich glaube, relativ am Anfang seiner Videos. Oh. Ich entscheide, wann Schluss ist. Nämlich jetzt. Aber danke nochmal. Der haut hier ein Fünfer nacheinander raus, ey. Jetzt ist Schluss. Okay, gut, danke. Ich entscheide, wann Schluss ist. Nämlich jetzt. Nämlich jetzt. XD. Sabrina, deine Betonung ist on point. Ich liebe sie. Aber was ich nicht liebe, sind Bomben. Ja, auf jeden Fall liebe ich die nicht. Best of Let's Play Markus Pikmin 3 Livestreams. Okay, nachdem ich mit Markus fertig bin, werde ich ein Best of zu dir schreiben. Oh, das will ich sehen. Komm ran zu diesem Stream-Projekt. Das ist nämlich sehr amüsant, würde ich mal sagen. Let's Play Markus, nee, das ist ja jetzt wirklich, also... Nee. Ich bin Grosso. Mach mal kaputt. Was ist das hier? Gib mir bitte ein Item. Ganz dringend. Gönn dir. Spende mir bitte ein Item, Leute. Oh, was ist das hier? Spammt halt wie ein Mauer Maker. Ist okay. Ist okay. Akzeptiere ich so. Ja, als ob da wieder Bomben. Ich komm gleich wieder, gönn dir, ey. Ich komm gleich nie mehr wieder. Komm.
Gönnung wird groß geschrieben. Das Level machen wir noch zu Ende heute. Letzter Markus finde ich besser als Leute wie Blüks 2 oder Somtenor. Okay. Ja, jeder hat eine andere Meinung. Ich habe bei Letzter Markus immer so ein bisschen die T-Videos geguckt. Das fand ich immer sehr interessant, aber normale, stinknormale Let's Plays, die gucke ich eigentlich eh nicht so stark. Okay, bei Domi das ein oder andere Let's Play natürlich immer. Wie damals dann auch immer. Jedes Let's Play habe ich ja nie geguckt, aber halt schon die einen oder anderen. Zum Beispiel Outlast habe ich richtig gefeiert, was ja vor kurzem, was heißt vor kurzem, im November bei Domi war, oder jetzt auch Smash Bros. Story-Modus, guckt man immer gerne mal wieder rein. Ich selber spiele den Story-Modus ja irgendwie nicht so gerne, ich weiß nicht. Das ist gar nicht mal so interessant. Ich kann nur Geld spenden, kein Item. Ich dachte, es ist Schluss. Oh, lieber, danke. Kein Item, das ist aber belastend. Schaust du ein bisschen mal Odyssey-Kram, habe ich also bei ihm ein bisschen gesehen. Und sein gestriges Video. Okay. Aber irgendwie funktioniert das mit der Bewegungssteuerung nicht so gut. Ich weiß nicht. Irgendwie Motion Control funktioniert auch. Ach man. Funktioniert nicht so gut irgendwie. Okay, jetzt schaffen wir das, Leute. Wir schaffen das. Optimal. Es gibt immer die LPs, die man nicht schaut, aber die Livestreams von Let's Play Markus sind sehr unterhaltend. Ja, auf Twitch bin ich eh nicht so unterwegs. Und er streamt ja auf Twitch. Warum auch immer man nicht auf YouTube streamt, verstehe ich jetzt nicht so unbedingt. Gerade wenn man YouTube... Was macht der Typ? Hörst du mal auf? Gerade wenn man eine YouTube-Zielgruppe hat, verstehe ich nicht, wenn man, warum man auf Twitch, ja du mich auch ey, warum man auf Twitch streamen sollte, wenn man eine YouTube-Zielgruppe hat. Streamst du manchmal auch auf Twitch? Nee. Twitch ist für mich Neuland. Genau wie Mario Bros. Wii. Uh. 30.000 Itemspende, ja, die bräuchte ich jetzt. Die wäre jetzt ganz wichtig. Bin zurück, ich war was einkaufen, hat ein bisschen gedauert, aber nun bin ich da. Ja, moin. Yasin, du hast heute richtig was verpasst. Das war richtig Abschluss hier. Ohne Witz. Zweimal Game Over gegangen. Gekotzt und meinen Staubsauger geholt zum Aufsaugen. Ein Tisch zerkloppt, also das war heute sehr belastend hier. Ich fühle mich sehr belastet. Ziemlich schlimm. Das glaubst du gar nicht. Okay, okay, okay. Du mich auch. Ich schaue hier in den Chat, Leute. Ich bin jetzt hier belastet. Oh, regt das hier auf? Echt? Oh Mensch, ja, das war so schlimm. Das glaubst du gar nicht. Das war so schlimm. Tisch zerkloppt, gekotzt und einen Staubsauger geholt. Nein! Jetzt hab ich den Pilz nicht! Jetzt hab ich den Pilz! Hm. Warte mal. Scheiße, ich hab keine zweite Fernbedienung, ne? Ich hab nur eine Wii-Fernbedienung, nicht Depp, Alter. Ich bin so doof. Ich kann auch echt gar nichts. Warum bin ich so gut? Okay, dann halt nicht. Okay, ohne Pilz wird's jetzt, glaube ich, ein bisschen belastend. Shit! Okay. Gar kein Stress für den besten Mario Bros. Wii-Spieler. Als ob der schon gleich wieder anfängt. Es sind hier zwei. Ja, was soll ich da mal machen, hä? Was soll ich da machen? Oh.
So, es reicht mir erst hier. Mein letztes Item. Was soll ich da machen? So ein Scheiß, ey. Ja, Fernbedienung ist immer noch leer. Ich sei's seit 5 Stunden. Ich habe aber Premium-Batterien von Aldi. Die halten weiterhin 10 Jahre. Auch wenn sie angeblich leer sind. Warte mal. Jetzt reicht mir das hier. Ey! Ich schreibe dir nachher noch eine Idee zum Smash Online Mode auf Discord. Damit es einfacher geht. Danke auf jeden Fall nochmal. Danke, Aaron. Okay, mach das. Hau raus. Schwarzes Herz. Ja. So fühle ich mich gerade. Danke. Lulejuli. Ja, hä? Was ist los? Bist du gern behindern, Alter? Wie läuft? Ja, danke für nichts. Das war's jetzt auch mit dem Propellerpilz. Ich hatte eigentlich vor, hier abzukürzen, aber... Wenn der die Bomben nicht trifft, ne? Der Ario Nice. Moin erstmal. Also ich fühle mich jetzt echt zwischen schon ziemlich belastet. Müsst ihr wissen, also die Belastung ist ziemlich stark. Ah! So, Leute, wir schaffen das jetzt. Aaron, danke schön. Oh nee. Huiuiui. Gut. Das ist echt zum Heulen hier gerade. Das ist echt zum Heulen. Ja, von allen Seiten kommen Bomben. Immer von oben. Die siehst du manchmal gar nicht. Da sind sie einfach schon da. Die siehst du manchmal gar nicht so schnell, wie die da sind. Nochmal ein Euro. Dankeschön, Junge. Wie viel Geld hast du heute wieder? Danke. Gönnung wird heute groß geschrieben in Deutschland. Danke, Aaron. Aber weißt du, wie viel Spam ist bitte? Hi, bin mal da. Hi, Milo, mein. Moin. Nochmal. Das Einzige, was ich jetzt hier brauche, ist die Erlösung. Gell, was auch mal, Euro? Es geht los. Ole, ole. Leute. Die spam hier. Noch mal. Die spam hier meinen Chat voll. Es gibt verschiedene Gründe, warum man auf Twitch streamt. Auf Twitch ist es halt leichter, Aufmerksamkeit zu bekommen. Zudem haben Twitch immer meist ruhiger Chat als auf YouTube. Was ist los für euch? Danke. Aaron, du Spammer, ey. Ja, genau wie Gamer Toad. Leute. Hab grad gegessen, ja, läuft. King Ali, moin. Leute, es reicht mir jetzt hier. Den Rest beide fürs Abonnenten. Das ist am wichtigsten, ja. Leute, spendet nicht, sondern werdet einfach VIP-Mitglied und dann habt ihr Toad-Emojis und dann läuft die Bude. Das behalte ich fürs Abonnement. Genau. Guck, das hat sie jetzt richtig geil ausgesprochen. Leute, aber wisst ihr was? Ist das Platz-Mode noch hier ein? Jetzt höre ich auf hier, das reicht mir jetzt hier. Ist anscheinend auch noch nicht der letzte Stream. Wir wollen auf jeden Fall nochmal beim nächsten Mal weiter. Aber ich muss halt noch ein bisschen Schulkram machen, ey. Und das nicht erst in der Nacht. Uiuiui, so, wir machen nochmal hier nochmal eine Safe-Kopie, aber wir schauen uns noch was an, Leute. Bevor wir hier ganz aufhören, wir machen noch was. Nochmal. Junge, dann hör's auf. Und dann, ja, willkommen im Stream.
Leute, wir machen noch was. Und zwar schauen wir uns jetzt noch mal ein bisschen die Münzenjagd an. Aaron, behalt das Geld! Oh, das geht nur mit... Oh. 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 Du rollst den Rest für ein Jahr. So, jetzt reicht wirklich. Ja, jetzt ist gut. Dankeschön. Nee. Das geht anscheinend gar nicht. Was ist das hier? Freier Modus? Ja, oh, ich brauch Freunde. Julia, komm vorbei. Hier, Julia, bitte. Gut. Beim nächsten Mal machen wir hier weiter in Welt 7 Schloss. Und das ist dann der letzte Stream anscheinend. Ist heute auch noch nicht Ende. Ich habe nicht damit gerechnet, dass wir eine Stunde in Welt 6 sind. Damit habe ich nicht gerechnet und deswegen machen wir doch noch beim nächsten Mal weiter. Und jetzt könnt ihr noch 2 Minuten irgendwelche Fragen in den Chat stellen oder sonstige Scheiße. Ich lese noch ein bisschen in den Chat und dann lassen wir den Stream hier entspannt ausklingen mit meiner Apfel, mit meinem Apfelsaft. Ganz entspannt. Pius hat keine Freunde für den Mode. Ja, ist echt so. Voll belastend. Wie alt bist du? Ich bin 17. Hast du mich abonniert? Ja, hab ich. Du alter Keck. Bin ich cool? Mit Profilbild wärst du cooler. Gönn dir ein Toad-Profilbild, mein lieber Milo. Dann bist du cooler. Toad-Profilbilder. Ist Blugs du da? Ich glaub nicht. Also, er war zumindest im Stream nicht da. Hashtag einsam. Hashtag belastend. Pius ist ein junger Hüpfer, genau. Pius, findest du die Best-ofs mit viel Editing besser als die mit einem einfachen Zusammenschnitt? Naja, Editing ist halt ein bisschen unterhaltsamer, weißt du? Das ist unterhaltsamer für mich selber, wenn ich, also wenn es ein Best-of von mir ist, ist natürlich auch geiler. Wenn es mit Editing ist, dann hat man selber mehr drüber zu lachen. Aber wo lachen? Aaron hat anscheinend doch noch Geld. Also noch 2 Minuten, schreibt dir noch auf Discord. Bruder, du wolltest dein Geld behalten. Ah, doch noch Geld. Dann ist ja gut. Junge, was los bei dir? Pius ist deine Handynummer. Die wüsstest du wohl gerne. Der Kecko ist wieder da. Ja, moin, zurück hier, Alter. Auf trocken am Start. Trocken ist gut. Auf trocken am Start. Ja, Leute, wie geht's euch so? Geht's euch gut? Hattet einen schönen Schulter heute. Langsam kommen wir zum Ende des Streams. Ist ja heute alles wunderschön hier. Habt ihr alle schon Like da gelassen, die jetzt gerade hier am Stream sind? Falls ihr neu seid, abonniert mich. Kommt auf meinen Discord-Server, Abonnenten-Server, da schreibe ich mit euch, da talk ich mit euch. Da haben wir sehr viel Spaß auf dem Discord-Server. Link in der Beschreibung, Twitter, Instagram auch, ja. Ich habe genug für heute. Das war heute mehr als belastend. Ach du Scheiße. Also, skilltechnisch war heute richtig Ende hier. Mani kam wieder rein, danke dafür. Danke da an den guten Gamer Toad, natürlich auch an Aaron, der hier heute mal sein Geld rausgeschmissen hat ohne Ende. Danke auf jeden Fall, Leute. Ihr seid krasse Toadies. Und ja. Scheiße, wir müssen das Spiel noch zu Ende spielen. Und dann geht's zum Mario Bros. U Deluxe Port, der am Freitag rauskommt. Mal gucken, wann wir weiter streamen. Vielleicht morgen. Mal gucken. Pius, dann wirst du von mir enttäuscht. Mach halt weniger Editing als andere. Finde, dass die Würze im Best-of an den witzigen Stellen eines LPs oder anderes sind. Ja, aber ein bisschen Editing ist natürlich auch immer ganz nett. Fast 50 Franken. Alter, du bist auf jeden Fall wieder krass unterwegs heute hier. Ui, das Spiel ist zu Ende, du weißt, jetzt wird geritten. Aha. Welches Fach hast du am meisten? Gute Frage.
Mode. Okay, ja Leute, ich gebe mich einweisen, zweimal Game Over, das heißt, dass die Challenge sozusagen auch verloren ist, also wir sind Game Over gegangen, heißt, es wird eine Bestrafung geben, ich habe sie schon längst geplant und die wird dann auf jeden Fall auch demnächst kommen, natürlich erst, wenn wir mit dem Game hier auch durch sind. Das machen wir auf jeden Fall demnächst irgendwann, ich wünsche euch noch einen schönen Nachmittag, ich mache jetzt Schulkram, ja, bis zum nächsten Mal, ihr Toads. Bei ihr Oberzicken.